Yay, willkommen zurück zu Let's Play Amnesia The Dark Descent. Wir haben letztes Mal herausgefunden, dass wir da nicht einfach durchrennen können. Der Weg zur Maschinerie ist immer noch versperrt und irgendwie vermisse ich gerade Monster. Aber wahrscheinlich ist es auch besser so, wenn ich die gerade nicht sehe. Ich meine, die können ja nicht aus dem Nichts auftauchen. Obwohl, die Tür ist mit einem Metallgitter versperrt. Wäre cool, wenn da ein Monster rauskommen würde. Weil dann könnte es die Tür kaputt machen und... Is this Guildheim missing then? If so, blame yourself. You started this. You sent me that letter asking for help, and this is how you repay me? How dare you? Worum geht es, Daniel? Was hast du gemacht? Daniel hat irgendeinen Bockmist geschossen, habe ich das Gefühl. So, jetzt gehen wir wieder runter und... Kakerlaken beim Bildschirm. Weg, 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 weg. Genervt. Ich guck mal, Licht. Die Kakerlaken nerven langsam echt. So, geht doch. Warum waren da Kakerlaken? Den hast du Kakerlaken in die Augen getan? Das wäre ziemlich doof. An diesem Tag... an diesem Tag starb etwas in ihm. Zu sehen, wie sich dieser Mann davon machte, war mehr als sein Verstand ertragen konnte. Okay. Entweder sind das Tipps, die ich nicht verstehe. Oder ich habe echt keine Ahnung. So, jetzt darf ich wieder überall reinlatschen und... Monster? Und zumindest höre ich gerade nichts. Also nochmal in jede Kammer gucken, die jetzt verdunkelt wurde. Mal gucken, was ich übersehen im Dunkeln habe. Splitter muss in jeder... Da nicht? Wollt ihr mich veräppeln oder was ist hier los? Ich kann... Ah ja, ich kann nicht anmachen. Genau, stimmt ja. Haha. Lustig. Ich kann die Tür zumachen und Schimmel... Und Handschellen und... Bringt es was, wenn ich mit den Handschellen irgendwo gegendünk? Dusch, dusch, nein. Interessant. Naja. Oh, ist das fies. Ich brauche 4 Kugeln und wir haben... 1, 2, 3, 4, 5, keine Ahnung. Wir haben viel zu viele auf jeden Fall. Wo die drin sein könnten. Aber ich meine, ich war doch vorhin schon in allen drin gewesen. Machen wir mal überall die Lampe an. Hopp. Da ist nix. Da ist nix, da ist nix. Hier sind nur Blutlachen. Gleich kommt wieder ein Windfeger und macht hier wieder alle... Keine Ahnung, alle wieder... Alle? Mach hier mal die Lampe an. Ne? Man fühlt sich ja total unwohl hier, ich meine. Ah, eine Zinderbuchse. Ja, ja, hier, Daniel. Guck mal, Licht. Ich muss einen kurzen Schnitt machen. Wir sehen uns aber sofort wieder. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Kleines technisches Problem. Haben wir aber aufgehoben. Ich traue immer noch nicht dem Frieden, aber wir müssen trotzdem durch alle Türen jetzt hier durch. Und irgendwelche Glassplitter so. Ja, da jammern sie wieder rum. Ich meine, wo könnten hier... Kugelsplitter sein, außer in der Lampe vielleicht, aber so hoch kann den hier leider nicht springen. Hier. Hier. Hui, das macht aber ein schönes Geräusch. Hui. Hui. Verstehe ich nicht. Egal, Hauptsache ist lustig. So. Dann einmal zu Nummer 4. Ja, Daniel, beruhig dich. Hier ist Licht. Licht ist immer gut. Immer noch nichts. Immer noch Schimmel und hasse nicht gesehen, aber nichts, was... Nichts, was nicht, nicht, nein, nein, nicht, da, da. Keks und Baum und so hast du nicht gesehen. Vielleicht muss ich jetzt... Ach, Daniel, beruhig dich. Hier, guck, wie geht's dir denn? Nicht der Kopfschmerz, oh mein Gott, der stellt sich an, Lampe an. Tür auf, rumlaufen, Tür ganz auf. Hier leuchtet es schon mal schön. Hm. Ich
höre was hier nebenan, aber ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Ist ja auch keine Kuh mehr. Hör mal, ihr wollt mich doch veräppeln hier. Ich brauche eigentlich 6 Teile und wir haben schon fast alle durch. Oder willst du mir sagen, dass das andere Gefängnis gemeint ist? Oh Gott, bitte nicht. Das auch nix. Jojo, gehen wir mal einmal ganz rum. Ich meine, schlimmer kann es nicht werden. Aber vielleicht könnte Agrippa uns... Ahahaha, bist du lustig. Bist du lustig, so. Sperren wir uns mal eben aus. Macht ja nix. Wo hab ich mich erschreckt? Ich dachte gerade da, das Monster in der Zelle. Ach, Gott sei Dank nicht. So, machen wir die Tür auf. Also wenn hier jetzt auch nichts drin ist, dann habe ich jetzt gerade völligen Bullshit gemacht, oder? Ja, schön. Hat noch nicht mal was gebracht. Möchte jemand einen Apfel haben? Ich verschenke welche. Ah, okay. Probieren wir das nochmal Revue zu passieren. Fragen wir Agrippa. Wo geht's denn jetzt? Ah, da geht's zu Agrippa. Vielleicht weiß es ja doch mehr als wir. Und die Türen, die kriege ich ja immer noch nicht. Oh, whoop. Dyer was a brave man and dared to proceed where I did not. He unearthed a number of cavern temples and gathered a whole collection of orbs. But, unlike every other finder since the fall of the Misraeid Vein, he was able to unshackle the horror you and I connected with the orbs. He used them and was able to travel far and wide, beyond the world itself. Ich glaube, der Typ kann uns nicht helfen. Der redet ja nur wie am laufenden Band und kann ich den hier nicht wirklich irgendwie runterholen drauf? Ach, nee, geht nicht. Geht nicht. Geht gar nicht. Bringt es hier irgendwas? Oh. Aha. Seid ihr lustig? Haha. Hahaha. Sehr witzig. Komme ich denn jetzt da hoch? Ach, machen wir anders. Hier gibt's doch. Warum stehen denn rein zufällig natürlich nur ein paar Kisten hier rum? Ach, halt die Schnauze. So. Also nochmal, wir hätten noch einen Stuhl nehmen können, aber naja. So. Nicht. Ja. So. Nehmen wir. Dieser bla 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 bla. So viel würde ich auch gerne mal labern am Stück. So. Nein. So. So. Hm. Türmchen bauen war schon immer toll. Türmchen bauen war schon immer toll. Die Frage ist nur, wie ich das gleich anstellen möchte. Es sei denn, es gibt irgendwo eine Leiter und ich habe sie noch nicht entdeckt. Und dann werde ich mich... Ich sitze nicht herum, ich baue Türmchen. Wie du siehst. Nein, wie du nicht siehst. Erst bin ich zu faul und soll nicht rumsitzen. Dann bin ich dies, dann bin ich da. Ahahaha, runtergefallen. So. Also, draufhüppern. Hm, Lampe an, Lampe an. Wieso ist hier eine Lampe an? Warum bewegen sich die Räder nicht? Ach. Aha. Und dabei war das Rätsel so einfach. Kommt denn hier dunkel voll auf den Kopf? Der redet mir zu viel. Der redet mir zu viel. Ich mache jetzt trotzdem einen kurzen Schnellspeicher und dann sehen wir uns gleich wieder. So, mal schneller einen Speicher. Mal schneller, mal schneller, mal schneller. Menschen und Kinders. Da war der direkt vor meiner Nase. Aber nein, ich musste ja eben noch mal kurz die Welt erkunden. Na, wenigstens weiß ich jetzt so einigermaßen. Was habe ich jetzt eigentlich mit dieser Maschinerie bewirkt? Ich habe sie eingeschaltet. Kann ich ihn jetzt freilassen? Oder wofür war die Maschinerie jetzt da? Ach, ich hab's. Ich muss ja genau die Tore noch. Ach Gott. Oh Gott, du bist so fies zu mir.
So. Also normale Wuppala. Ups. Oh, wie oft will er das denn noch sagen? Komm mal, wo will ich runter? Wo will ich runterholen? Hier, Kiste, guck mal. Hier. Ach Gott, vergessen wir es. Das wird sowieso nicht. So, erst rechts oder erst links? Und wie kriege ich die hoch? Gibt's hier Hebel? Keine Hebel? Jetzt haben wir nicht, ich muss nur noch die blöden Hebel suchen, oder was? Oh, das ist doch nicht wahr. Komm mal, mal Licht an. Komm. Es kann von hier aus nicht geöffnet werden. Ja, von wo denn dann, bitte? Ah, jetzt muss ich die zwei Hebel oben umlegen. Ganz bestimmt. Guck nicht immer so. Ich tue doch schon, was ich kann. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt wirklich unbedingt machen will. Aber trotzdem mache ich jetzt hier erstmal einen kleinen Schnitt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!